Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, ein Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Heute geht es so richtig intensiv um dein Herz. Ich habe ein Interview, ein wahnsinnig tolles Interview, gerade eben für dich aufgenommen. Und jetzt, ich bearbeite das jetzt gleich und so, damit es so schnell wie möglich rauskam, weil ich es einfach als so wertvoll empfunden habe und mir ganz, ganz sicher bin, dass auch du ganz viel davon profitieren kannst. Und zwar war das ein Interview mit der Olympiasiegerin Tanja Frieden. Tanja Frieden ist Transformationscoach und sie unterstützt Menschen dabei, Ängste loszulassen, in ihre ganze Kraft zu kommen und ihre Seelenaufgabe zu leben. Und auch wenn du dir jetzt vielleicht wahrscheinlich mal wieder wie mein Podcast denkst, was hat das mit Hunden zu tun? Hör unbedingt rein, denn es hat extrem viel mit dir und deinem Hund zu tun und damit, wie du Trainingsziele für dich und deinen Hund überhaupt definieren kannst und was du eigentlich brauchst, um sie zu erreichen. Denn ja, du brauchst einen guten Trainingsplan, du brauchst ein gutes, bedürfnisorientiertes Training und du brauchst Durchhaltevermögen. Und du brauchst Tanja, du brauchst dein Herz, also du brauchst nicht Tanja, aber das, was Tanja heute teilt hier im Podcast, brauchst du unbedingt, denn ansonsten wirst du das Ziel mit deinem Hund nicht in voller Erfüllung erreichen können. Ziele sind aus dem Herzen gemacht, ein Interview mit Tanja Frieden. Ich wünsche dir extrem viel Spaß beim Hören, ich wünsche dir ganz, ganz viele Erkenntnisse und am Ende und auch hier unter der Podcast-Folge findest du noch eine Möglichkeit, mehr von Tanja zu lernen. Auch das möchte ich dir unbedingt ans Herz legen. Wie immer freue ich mich wahnsinnig, wenn du deine Erkenntnisse zu der Podcast-Folge mit mir teilst. Auf Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, da wo du den Podcast hörst. Teile deine Erkenntnisse mit mir, teile deine Erfahrungen mit mir, bewerte den Podcast, abonniere ihn, empfehle ihn weiter an Menschen, denen er helfen kann. Und jetzt ganz viel Freude mit dem Interview mit Tanja Frieden. Hallo Tanja, ich bin so, so, so glücklich, dass ich dich heute hier als Podcast-Gast haben darf. Eine Olympionikin, das ist für mich so cool. Und dann auch noch in so einer geilen Disziplin oder so einem geilen Sport wie Snowboarding und nicht, ich sag jetzt kein Beispiel, ich will ja nichts anderes abwerten, ja, aber mega cool. Ich bin ganz, ganz, ganz doll froh, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Tina. Ich finde es auch super. Super, dass ich hier sein darf. Du Hundeflüsterin, es ist immer wieder spannend, dich zu verfolgen. Vielen herzlichen Dank. Stell dich doch mal ganz kurz vor, vielleicht für alle, die dich einfach noch nicht kennen, noch nicht so richtig wissen, wer du bist und was du eigentlich machst. Genau, ich bin Tanja Frieden. Ich arbeite heute seit 12 Jahren als Transformationscoach. Und eigentlich, also das meiste von meinem Know-how und meinen Dingen, die ich tue, ziehe ich aus meiner 14 Jahren Spitzensportzeit als Snowboard-Cross-Spitzenathletin und welches das dann kulminiert ist eben in diesem Olympiasieg und anderen auch noch. Aber das ist wohl das Feld, in dem ich mich bewege. Und heute, ich lebe in der Schweiz, in Thun, bin ja so, aber so und so viel unterwegs, eben sehr viel mit der Bewegung noch in Kontakt, auf dem Schnee, im Wasser, wo auch immer es geht, bewegen und alles startet im Kopf und das bin ich. Das ist so cool. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und wir haben um Punkt 12.12 Uhr dieses Interview gestartet. Das ist so geil. Ja, Engelsnummer. Ja. Unser Thema heute, du bist ja keine Hundetrainerin oder so, aber du bist einfach eine absolute Expertin, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen, Hürden zu überwinden und auch so innere Mindfucks einfach loszuwerden, sage ich, ich nenne es jetzt mal so ganz platt, loszuwerden. Und es geht ja heute so ein bisschen darum, wie man Ziele aus dem Herzen herausfindet und warum das so wichtig ist, nicht nur für Menschen im Allgemeinen, sondern auch für Menschen mit Hunden und aus meiner Sicht vor allem auch für Menschen mit Hunden. Und meine erste Frage an dich wäre tatsächlich, was ist das größte Problem, wenn es um Zielfindung geht? Weil gerade bei Menschen mit Hunden, ich kann ja vielleicht kurz einen Bogen spannen. Wenn Menschen zu mir kommen, haben sie immer das Ziel, der soll aufhören zu bellen. Der soll an locker Leinen laufen, der soll, eigentlich ist das Ziel immer dasselbe, möglichst unauffällig sein.
damit man niemand anders stört und selbst nicht noch gestresster wird, als man eh schon ist. Das sind so die Ziele, mit denen Menschen häufig zu mir und zu meinen Kollegen und Kolleginnen kommen. Und da jetzt eigentlich einmal Anschluss die Frage, was ist das größte Problem, wenn es um Zielfindung bei Menschen geht? Also das finde ich jetzt absolut spannend. Erst einmal hatten wir auch einen Hund, als ich klein war. Ich bin voll mit Tieren aufgewachsen. Aber ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil diese Themen, die du hier anbringst, die könnte ich copy-paste auf die Menschen übertragen. Das heißt, die Menschen, die Themen mit sich selber. Ziele im Herzen, wenn du das sagst, also sehr viel, also erschreckend viel, doch es gibt jetzt einen Shift, sind Menschen jagen Zielen aus dem Kopf nach. Zielen aus dem Kopf, das heißt für mich oft aus Konstrukten, in denen sie aufgewachsen sind. Also ich habe gelernt, ich sage jetzt plakative Beispiele, ich muss viel Geld einbringen und für das muss ich hart krampfen, wie wir in der Schweiz sagen, und haben dieses Konstrukt, so diese unausgesprochene Überzeugung in sich, in jeder Zelle und gehen dem nach. Und dann eben ist dieses, wenn ich das auf unauffällig komme, ja, ich darf nicht auffallen. Das ist eines der wichtigsten Themen, das ich bei Kunden treffe. Ich darf nicht aufpassen, ich muss angepasst sein, ich muss es allen recht machen. Das sind so diese Konstrukte, die quasi die Autobahn sind, also die Schnellstraße sind zu ihren Zielen. Und wenn sie dann ein Ziel haben und denken, okay, wenn ich diesen Leitplanken gerecht werden muss, dann führt mich das zu diesem Ziel. Oder ich habe vielleicht ein Ziel, ich denke mir, okay, ich möchte gerne, was nehme ich jetzt für ein Ziel, selbstständig werden. Hat jetzt gerade einen Kunden, ich möchte selbstständig werden, aber ich darf nicht auffallen, ich muss angepasst sein. Und ich muss das, und da, zu was führt das dann? Jetzt wird spannend, denn angenommen, das ist eine Frau, die hat im HR-Management von einer großen Firma gearbeitet. Und die hat diese Leitplanken von angepasst sein, das, was auch die Menschen bei dir mit den Hunden wollen, das haben sie aber bei sich selber. Und dann ist es so, macht sie zwar das Business, studiert sie, was will ich jetzt als HR-Frau-Expertin da tun? Und bringt diese Leitplanken rein. Was passiert? Sie wird ein Copy-Paste-Business aufbauen, das es A schon gibt, weil sie darf ja nicht auffallen, ja nicht ausscheren, also die Marketing, wie sie sich präsentiert, also was in ihrem Herzen stecken würde, das ist eine Sehnsucht. In jedem Herz ist eine Sehnsucht nach dem eigenen Seelenauftrag. Und dieser eigene Seelenauftrag, der wird lauter und lauter. Und wenn wir nicht hören mit unseren fünf bewussten und dann noch die unbewussten Sinnen, dann meldet sich oft der Körper. Und jetzt diese HR-Fachfrau, die macht da ihr Business nach Copy-Paste und hat aber die Idee, oh, ich möchte das gerne farbig machen und ganz anders, als ich gelernt habe. Aber Achtung, ich darf ja nicht auffallen. Und so ist sie gefangen in diesen Konstrukten und schießt quasi an ihrem Seelenauftrag vorbei. Sie war mutig genug, um sich quasi selbstständig zu machen, dem Seelenauftrag Platz zu geben, aber ist immer noch in diesen Konstrukten gefangen. Also angepasst sein und um eben nicht aufzufallen. Also quasi, das Bellen könnte man ja auch manchmal auf die Menschen übertragen, oder? Ja. Und dann das Ding ist, solange diese Menschen nicht diese Konstrukte mal bei sich anschauen, ist das Ziel dann auch, ist es vielleicht, erreichen sie es, aber sicher nicht erfüllt. Ja, oh, ich hab gerade Gänsehaut, ich habe Tränen in den Augen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, wie kraftvoll du das gerade einfach formuliert hast mit dieser inneren Sehnsucht, die einfach in jedem Herzen wohnt und die gesehen und gelebt werden will. Das ist so schön und das ist einfach so wahr. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum viele unserer Hunde sich nicht in ihrem Wohlbefinden völlig frei entfalten können, weil ich nicht glaube, dass es das nur bei Menschen gibt. Ich denke, das gibt es genauso bei Tieren. Ich behaupte, es sehen zu können bei Hunden, dass sie genauso ihre Aufgabe haben und genauso auch einfach ihre inneren Wünsche, die sie vom Herzen, tief vom Herzen leben wollen und ja nicht leben können, weil wir sie ja limitieren. Mhm, absolut. Und das Limitieren, das du jetzt sagst, also von unserem Hund, wir hatten den übernommen, es war siebenjährig von Norwegen, der war immer an der Leine, kannst du dir vorstellen, zuerst mal in der Schweiz, zuerst mal eine Kuh gesehen, also da haben wir ganz viel von diesen Limitierungen auch beim Tier erlebt, aber
Wenn du das jetzt eben das von diesen Limitierungen das sagst, ist ja auch körperlich fühlbar. Also wenn wir diesem Seelenauftrag, diesem Seelenanteil nicht Platz geben, sind wir in einer zusammengezogenen Situation. Also der Körper, die Physis, und das war bei mir im Sport immer halt extrem wichtig, zu merken, hey, habe ich es mit einer Angst zu tun? Bin ich wirklich auf meinem Seelenplan oder ist da nur Druck dabei? Und das ist so die Punkte, wo ich merke, wenn nur Druck dabei ist, dann ist es auch nicht mein Weg. Und ganz klar, Hand aufs Herz. Für große Ziele, also Herzensziele zu erreichen, da muss man manchmal auch echt durch den Flaschenhals durch. Kein Thema. Also ja. Es gibt ja Menschen, die verschönigen das alles gerade im Moment. Quasi, es geht alles in Leichtigkeit. Ja, aber also gewisse Power auf den Boden bringen und Gas geben, das ist ja auch manchmal braucht auch. Aber im Grundsatz, so die höchste Prozentsatz vom Alltag, den bin ich überzeugt, dürfen wir druckfrei nicht bestreiten, sondern beleben. Mhm. Ja. Ja. Ja, und ich glaube auch, dass, also ich erlebe es ja gerade, ne? Ich bin ja jetzt seit mehreren Monaten schon mit den Hunden und meinem Freund in Spanien im Bus unterwegs und zurzeit poste ich auf Instagram ständig Bilder, weil es wirklich so ist, von meinen Hunden und schreibe immer so dazu, Piku, living his dream life. Ja, und das ist kein Scherz, ich meine es echt so. Also du merkst richtig, wie unsere Hunde so jeden Tag aufs Neue denken, boah, ist mein Leben geil. Ja, also du merkst ihn, das hat so richtig, die sind so tief erfüllt von Glück. Das ist so schön. Und ich glaube auch, dass das vielleicht so ein bisschen auch so ein Barometer sein kann, da auch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern vielleicht sogar viel mehr auf die Bedürfnisse und auf den Hund und seine Vorstellung zu hören, weil ich schon glaube, dass es meistens gut zusammenpasst, wenn man sich traut, seine Seelenaufgabe oder seinen Seelenweg überhaupt erstmal zu entdecken, dann wahrscheinlich auch mal durchzudenken, dann vielleicht sogar auszusprechen und am Ende dann sogar auch zu gehen. Ist denn nicht, Entschuldigung, darf ich mal, ist denn nicht, meistens der Hund, ich als Hunde, also ich kenne Hunde aus, ist es nicht so, dass der Hund dann oft auch eine Riesenmöglichkeit ist für die Menschen, das auszuleben, was sie sich bei sich nicht getrauen. Also der wäre ja in meinen Augen das beste Gegenüber für, genau um zu schauen, hey, ich getraue mich nicht genau dahin zu schauen, aber ich mache es jetzt bei dir. Und lerne von dir. Ja. Also das ist so meine also banale Sicht von Hund, also von Tier-Mensch-Beziehung. Ja, also das ist auch das, was ich denke. Dass wahrscheinlich ist auch das wieder so mit, ich darf nicht auffallen und ich muss in irgendein Konstrukt reinpassen. Das ist das zu sagen, ich nehme jetzt Zeit für mich und um mich selbst zu entfalten und pipapo, das ist halt teilweise noch super verpönt, ne? Und egoistisch und träumerisch und blablabla, bla, bla, naiv und was weiß ich. Und so wie ich es aber für meinen Hund mache, habe ich ja dann einen Grund, um mich selbst zu überlisten quasi und um es auch anderen sozusagen so zu verkaufen, dass es ja gar nicht für mich ist, sondern ich muss das ja machen wegen meinem Hund damit und bla bla. Und das ist wirklich so, dass ich das in den letzten Jahren meiner Arbeit eigentlich fast dauerhaft erlebt habe, dass die Menschen über die Hunde einen Zugang zu sich selbst finden und dann Stück für Stück auch bereit sind, diesen Weg weiterzugehen. Das ist total schön. Also ich, für mich sind Hunde oder wahrscheinlich auch Tiere jeglicher Art dort echt ein Türöffner, weil wir so einen vorgeschobenen Grund tatsächlich haben, um das dann zu machen. Ja, absolut, denke ich schon. Neben dem, was wirklich auch auf der physischen Körperebene abgeht, wenn die Tiere streichelst und so, dass die ganzen Serotonin, die ganzen chemischen Vorgänge, darf ja auch nicht unterschätzt werden. Ja, die Schwierigkeit besteht, glaube ich, darin, sich das dann auch zu trauen. Also dann den Schritt herauszuwagen aus der Schablone, die da heißt, ich darf nicht auffallen und so weiter. Und sich zu trauen und zu sagen, okay, mein Hund ist nicht falsch und ich bin nicht falsch. Wir haben halt Schwierigkeiten mit unserer Umwelt und wir dürfen jetzt unser Herzensziel finden und das auch noch realisieren. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so der größte, meistens mit schwierigste Schritt, der echt mit viel Schmerz manchmal auch einhergeht, weil man dann anfängt, ne, in seinem System rumzuwühlen und zu gucken, was muss ich tun, was muss ich transformieren, damit wir das auch überhaupt schaffen können und so. Was dann nicht immer mit Leichtigkeit verbunden ist, sondern auch einfach viel mit Schmerz und so weiter. Ja, also spannend. Ja, ich sehe das genau diese Transformation, ich glaube, die Angst vor der Transformation, die ist weitaus größer als effektiv der Schmerz, wenn es dann so ist, oder? Ja,
Ja. Sehe ich da dann oft, was sind die Hinderungsgründe? Das ist die Angst vor, hey, was ist denn, wenn ich meine Flügel ausbreite? So die Angst vor der eigenen Größe, von diesem Seelenanteil, der ganz klar ruft. Da haben ganz viele Menschen Angst davon, das sehe ich. Das ist wirklich sind so die, ich glaube, das sind die zwei größten Gründe, um diese nicht anzugehen. Was glaubst du, warum ist die Angst vor der Transformation so groß? Weil da finde ich, hast du schon recht, man hat meistens total Schiss davor, dann macht man es, dann tut es weh, weil man in blöde Bereiche gucken muss. Und danach ist es aber so, dass man sich denkt, hey, war ja gar nicht so schlimm und voll geil, dass ich es gemacht habe. Ja. Warum ist die Angst dort so eine Blockade? Also wenn das da darf ich einen kurzen Schwenker auf die Angst machen. Was ist die Angst? Die Angst ist im Prinzip immer ein Konstrukt von der Vergangenheit. Also die ist ich nenne das immer Fantasievorstellung von der Vergangenheit oder eine Fantasievorstellung der Zukunft. Weil es oder Fantasievorstellung, vor allem wenn es in die Zukunft ist. Weil es effektiv, wenn ich im Hier und Jetzt lebe, diese Angst in diesem Moment nicht relevant ist. Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir ein konkretes Beispiel, erlebt habe, bei dem Thema, was du gesagt hast, fall nicht auf. Vielleicht habe ich in meiner Kindheit Dinge erlebt, ohne therapeutisch zu sein. Hey, okay, meine Eltern haben schon gesagt, hey, verhalte dich, sei brav, sei artig. Vielleicht so ein bisschen Oldschool-Erziehungsstil, den wir aber viele von uns auch genossen haben, sagen wir es mal so. Und diese Erfahrungen, das hat dann diese Pfeiler vom Leben gemacht. Also in den ersten 8 Jahren werden diese Pfeiler eingeschlagen in einem Leben. Und wenn das meine, okay, darauf beruht mein Leben. Also das gibt auch Stabilität. Okay, da weiß ich, wie ich mich orientieren kann. Als junger Mensch, als junge Seele brauche ich ja Guidelines. Und wenn die so starr sind, dann baue ich dort ganz lange manchmal bis ewig, baue ich darauf meine Wahrheiten auf. Und jetzt ist aber ein Konstrukt aus der Vergangenheit. Oder, und das ist dann oft so, habe ich dann die Vorstellung, wie die Zukunft sein soll. Und das ist eine Fantasie. Und wie dann, auch wenn ich dann ausbüchse, wenn ich meinen Hund machen lasse, wenn ich meinem Herzensziel folge, dann werde ich irgendwie bestraft oder dann finden mich die Menschen doof und am Schluss stehe ich alleine da. Das ist so die Abkürzung, die Quintessenz. Und wenn sich jetzt jemand das zuhört, kannst du einfach ins Fühlen gehen und schauen, hey, was macht das mit mir? Berührt mich das Thema, ja oder nein? Und wenn es dich berührt, dann hast du ein Thema damit. Und das ist das Schöne, dass der Körper uns immer das Feedback gibt, so zur Angst. Und diese Angst, etwas nicht zu tun, wenn ich die anfange zu verstehen als Mekano, dass es nicht so Hilfe, Hilfe, die Angst, oh, ich schaue mal weg, sondern es ist eine riesen Landkarte, die mir aufzeigt, hey, da ist ein Konstrukt im Gange. Und das alleine, der Mensch, wenn ich wünsche mir eine Gesellschaft, die, und das sage ich als Spitzensportler, ich weiß ja, ey, Ängste darf ich an gewissen Zeitpunkten nicht zulassen, weil ich da funktionieren muss. Aber im Grundsatz da mal hinschauen, so spannend, interessant, so die ganzen neutralen Ausdrücke. Was ist denn da für ein Monster, das ich da mit mir rumtrage? Ich schaue das mal an. Und das mal das Wissen, dass das alle haben, würde, das ist Punkt 1, das würde helfen, die Ängste mal einfach zu erforschen. Und das muss nicht so tief sein, das kann ich schnell machen, in Leichtigkeit, da mal hingucken. Das tut noch nicht weh. Aber das ist mal nicht gelernt worden, dass das salonfähig ist. Punkt 1. Weil es könnte eine Schwäche sein. Das ist auch wieder ein Konstrukt. Oder? Der zweite Punkt, wenn die Angst dann, wenn ich die entlarvt habe und sehe, okay, das ist eine Vergangenheit oder es ist eine Vorstellung von der Zukunft, ist aber nicht das Hier und Jetzt, dann weiß ich, okay, die Angst, das bin nicht ich. Das ist der zweite Schritt. Das ist ein Konstrukt. Also das ist etwas, das nicht in meinem jetzigen, also ich fühle es zwar als ich, aber tief in der Mitte habe ich ja diesen Seelenanteil, der ganz was anderes sagt. Und da merke ich, aha, das ist ein Konstrukt, das Delta der Wahrheit, die Angst ist nicht nur ich. Dann ist schon mal, das gibt schon mal Platz.
Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Punkt, oder der dritte Punkt, wieso dass Menschen das nicht tun, weil eben diese Erfahrung, die sie vielleicht hatten, die waren schmerzhaft und unser System hilft uns auch. Jetzt angenommen, ich wurde in Vergangenheit geschlagen, wenn ich laut war und gespielt habe oder schon nur in den Keller gesperrt oder keine Ahnung, alles diese Dinge, die passieren können, dann hat ja der Körper gelernt oder das System gelernt, okay, wenn ich das mache, dann werde ich bestraft. Also da ist ja wirklich so auch eine Warnsignalanlage, die mir gedient hat. Die Angst ist ja auch ein Helfer, also jetzt schon in zweifacher Form. Es gibt einerseits eine Landkarte und andererseits ist es ein Helfer, das mich davon abhält, dass ich wieder Schmerzen habe. So, und dann ist die Vorstellung vom Schmerz, das die Menschen ja abhält, da nicht zu transformieren, ist schlimmer als effektiv der Schmerz, weil er ist ja nicht mehr jetzt, sind die Menschen also mit, ich sage jetzt, ich bin 45, habe jetzt nicht mehr diese Erlebnis, die ich als Kind habe, aber die Schmerzerinnerung ist immer noch da. Und die Angst ist oft einfach ein Unwissen, dass diese Schmerzerinnerung wieder aktiviert werden muss. Und dem ist nicht so. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, diese Ängste durch den Körper durchzutransformieren. Und ja, das ist wirklich so wie Wasser durch einen Flaschenhals. Wenn es eng wird, wird es knapp und das kann gerade mal so rumpeln und da dürfen Tränen fließen. Aber es ist im Verhältnis, wie lange ich mit dieser Angst lebe, ein so kurzer Moment. Also ich sage immer, wenn in 20 Minuten kann ein so ganz tiefer Schmerz kann wirklich transformiert werden. Und dann sehe ich einfach die Welt in neuen Farben. War das zu komplex? Nein, gar nicht. Es war einfach total schön und absolut einleuchtend. Und ich jetzt aus meiner eigenen Entwicklung kann das auch nur zu 1000% bestätigen. Was ist denn dann der wichtige nächste Schritt, wenn ich es geschafft habe, die Angst zu beleuchten und sie anzupacken quasi und sie aufzulösen? Danach ist ja nicht alles gleich gut, sondern, oder? Oder ist dann alles gut? Ich weiß nicht, sag mal. Kann sein. Also, es ist wie, die Angst ist wie Angstdruck oder alle Widerstände sind wie, kannst du dir vorstellen, das ist wie so ein Glas, das sich in den Boden fallen lässt und dann peng, zerspringt das und dann hast du große Teile. Das sind eben diese Konstrukte. Wie ist das? Nehmen wir den Spriesel, das ist noch besser. Nennt man einen Spriesel, den Finger, Holz oder so? Ein Spriesel, meinst du einen Splitter? Ja, irgendwie, wenn du in so einem Holz im Finger hast. Hm? Ja. Und dann sind dann oft viele Fragmente drin, ja meistens nicht nur einer. Und mit welchem fängst du an? Welcher nimmst du zuerst raus? Klein oder groß? Die großen. Genau. Und wenn das Glas im Boden fällt, welche räumst du zuerst auf? Auch erst die großen. Genau. Und das ist dasselbe. Das ist uns sehr logisch, weil dann ist es schon weg. Und genauso ist es mit diesen Fragmenten, die wir in uns stecken. Wenn wir mal die großen angehen, und das ist nicht so, die dürfen in uns einfach mal immer wieder denken, okay, ich möchte aufräumen oder der größte Schmerz, wenn den will ich raushaben. Zack. Wenn ich mir angewöhne und merke vor allem, spannend, wenn ich den rausnehme, ist der, und der Moment vom Spriesel raus, also diesem Ding rausziehen, der ist ja unangenehm, oder? Aber der geht ja wirklich schnell. Und wie es dir dann geht, dann ist das, der Hauptschmerz ist weg. Einverstanden? Und dann kannst du dich noch um die kleinen Dinge kümmern und manchmal sind die gar nicht mehr so wichtig. Aber die Lebensqualität, wenn das große Ding mal raus ist, ist so unglaublich höher als der Moment vom Rausnehmen. Und viel, viel, und genau so geht es. Und das Verhältnis ist genau dasselbe. Und wenn der mal raus ist, dann kann ich mit meiner Hand, bleiben wir bei diesen Holzsplittern, Dinge, die ich nicht in die Hand nehmen konnte, weil der Schmerz zu fest ist, das kann ich jetzt tun. Und dasselbe ist, also das ist wirklich, dann habe ich einen größeren Spielraum. Einen größeren Spielraum. Oder der Glassplitter, das im Boden, ich kann da nicht spielen, ich kann nicht tanzen in diesem Raum, weil ich muss schauen, dass ich nicht auf die Splitter stehe. Und wenn ich dann diese Glassplitter mal die großen wegnehme, dann habe ich einfach mehr Platz. Und
es ist automatisch, wenn ich mich diese Landkarte stelle und sage, hey, wer weiß was, wie cool ist das? Jetzt schaue ich mal, wie ich da leichter werden kann. Dann kommen die Ziele immer klarer. Das ist so, wie du eine Artischocke hast. Und du nimmst quasi die, wie kommst du da, das Beste von der Artischocke? Magst du Artischocken, Tina? Ich habe noch nie Artischocken gegessen. Ich habe ein Glas im Schrank, das haben mir Freunde geschenkt zur Abfahrt, so in Öl eingelegte. Und ich traue mich nicht, die zu essen, weil ich es halt einfach noch nie gegessen habe. Ja. Okay, dann mach. Aber ich weiß, wie sie aussehen. Dann bist du irgendwo im Süden, gehe und kaufe frisch. Ich glaube, jetzt auch die Jahreszeit. Und dann kochst du die, gibt es hier Rezepte. Und dann nimmst du eine Schale nach der anderen. Und das Beste, weil das ist auch das, was du im Glas hast, ist das Herz in der Mitte. Und wie kommst du diesem Herz? Das ist Stück für Stück, diese Ausschälerei. Und das ist so, je mehr du von diesen Fragmenten, Ängsten, Druck und Zweifel weg hast, desto näher kommst du deinem Herz. Und da sind wir wieder beim Thema. Also das ist, wenn, solange diese Fragmente da sind, habe ich zwar das Gefühl, hey, ich folge meinem Herzensziel, ist aber oft nicht so. Und das identifiziere ich, indem ich diese Sehnsucht, dieses Unerfüllte habe. Mhm. Und um den Bogen so ein bisschen zu den Hunden zu spannen, ich glaube, das ist nämlich tatsächlich auch der Grund, warum das Training oft nicht fruchtet. Dass wir zwar, also dass Menschen zwar die richtigen Trainingsschritte, also sie haben eine gute Anleitung, die haben einen guten Trainer, Trainerin an der Seite, die machen die notwendigen Trainingsschritte, die sind dran und trotzdem fühlen sie sich die ganze Zeit beschissen. Und der Hund macht zwar Fortschritte, aber dann kommt ein Rückschritt und der brettert so rein, dass sie wirklich wieder sich wieder wie am Anfang fühlen, was ja überhaupt nicht stimmt. Ja. Und fühlen sich einfach die ganze Zeit schlecht. Ganz egal, wie viele Fortschritte sie schon gemacht haben. Dieses unangenehme Grundgefühl, es bleibt. Ja, das ist genau das. Und jetzt, ob das mit den Zielen für die Hunde ist oder eben für die Menschen, und da ist noch einmal, ich finde das so cool, die Arbeit, die du machst, Tina, denn ich finde, die Tiere, die sind für uns wirklich da. Wir sind so in einer Schwingung und wir vergessen manchmal unseren biologischen Rhythmus und nicht nur den biologischen, also alle diese Felder, die wir um uns tragen, nicht nur den physischen Körper, sondern alle die anderen Schichten, denen ich auch im Spitzensport immer unterwegs war, die haben ja Tiere noch viel mehr. Also da können wir uns einfach einklinken in diese Felder. Also wenn wir mit den Hunden, Tieren in der Resonanz, also in Verbindung gehen, dann geschieht so viel. Und wenn wir das einfach annehmen können und dann bei uns selber merken, boah, jetzt bin ich habe jetzt die Fortschritte, die kann ich nicht anerkennen. Und das nicht anerkennen können, ist ja oft ein Nichterlauber im Herz. Mhm. Und das zeigt dir der Hund dann liebevoll auf, ja. Indem das erhält und die zeigt, hey, ich darf auch noch anders. Ja. Ich finde das so spannend, weil ich gerade so an meine eigene Geschichte auch denke und was für große Schritte ich ja immer wieder gegangen bin, wo, glaube ich, im Außen viele Menschen nie verstanden haben, warum ich noch mehr möchte, also ne, warum ich noch weitergehen möchte und warum ich dann ja trotzdem, also immer wieder echt, also auch ne, diese unangenehme Grundstimmung hatte, dass ich trotzdem gemerkt habe, Mensch, ja, objektiv betrachtet ist es hier gerade alles total geil, aber jetzt subjektiv betrachtet fühle ich es halt einfach gerade nicht. Und das ist so spannend und aus heutiger Sicht betrachtet, also ich merke das einfach, dass je mehr ich meinen Seelenweg gehe, je mehr ich immer mehr das mache, was ich wirklich will und das teile, was ich wirklich fühle und verkörper, je authentischer ich dadurch ja einfach werde und mich meinem eigenen Ich nähere, desto leichter wird alles und desto erfüllter bin ich auch und desto weniger oft kommt dieses unangenehme Grundgefühl zu Besuch tatsächlich. Das ist echt mega spannend. Genau. Ich glaube, du musst mal eine Artischocke essen. Ja, ich esse sie nachher. Ich teile das in meiner Story. Ich habe gerade auch schon beschlossen, ich werde Gas geben, dass die Podcast-Folge heute rauskommt, weil ich finde die jetzt schon so, so wertvoll und ich weiß, dass sie so vielen Menschen helfen wird, endlich ein zufriedenes Leben mit den Hunden zu führen, weil es eben nicht auf Leistung ankommt. Es kommt nicht drauf an, Was hast du gemacht, was andere Menschen von dir erwarten oder von deinem Hund erwarten oder welches Trainingsziel du geschafft haben musst oder keine Ahnung was, sondern ist die Erfüllung, der Erfolg, die kommen von ganz woanders. Und da sind wir direkt bei einer Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die ich dir unbedingt stellen will. Aus deiner Sicht, wie sind denn Erfolg und Erfüllung möglich? Also, und hier darf ich echt aus der Spitzensportlerin, also da spricht jetzt die Olympiasiegerin.
Es ist ja ganz komisch, wenn ich sage, Erfolg als Erste zu werden, ist nicht immer erfüllend. Und dass es bei mir nicht immer darum geht, also sozusagen, dass wirklich der Erfolg alleine, eben wie du gerade gesagt hast, nicht diese absolute Erfüllung bringt und das nicht das Ziel sein, oft nicht das Ziel ist. Also wenn ich das jetzt ummünze, ich bin ganz, ganz oft bin ich Zweite und Dritte geworden, 38 Mal ungefähr in meinen 14 Jahren. Und wo ich dann erst, also habe ich mir überlegt, hey, wieso, wenn du Zweite wirst, kannst du auch Erste werden. Und da wurde mir bewusst, weil das ist nur ein mentales Teil, das ist nicht im physischen Körper. Okay, ich erlaube mir das nicht und es ist mir nicht wichtig genug, weil ich habe schon früh gemerkt, dass ich mit diesen Energien ganz einfach umgehen kann. Das wäre noch ein anderes Thema, wieso das so ist, hatte ich auch noch eine Geschichte dazu, aber dass ich da den Zugang sehr gut hatte und dass das für mich das viel größere Geschenk ist als meine physischen Talente und die Kombination dessen absolut mega magisch ist. Also das Physische und quasi die feinstoffliche Welt, also der Seelenanteil, dass ich die einfach zu verbinden kann und das ein Riesengeschenk ist und das bei anderen sehe. Und jetzt, was du gesagt hast, Erfüllung und Erfolg, in diesem Zusammenhang wurde mir bewusst, dass ich einfach ein riesengroßes Wozu an mein Ziel hängen muss, um Olympiasiegerin zu werden. Denn nur das zu werden ist, okay, check, I've done it. Aber die innere Erfüllung, und da kann jeder jetzt für sich reinfühlen, wenn du an das letzte Ziel denkst, das du erreicht hast, wie hat es sich angefühlt? Ist es wirklich, und das sagen wir ja oft nicht allen, sagen wir ja cool, geil, war es und schön, und Erleichterung kommt oft, und das Erleichterung heißt, es ist aber immer so auch ein Anzeichen von pur. Das ist dann oft so der andere, wie du sagst, die unangenehme Grundstimmung wird oft schon nicht gesagt, weil wir schon die Erwartungshaltung haben, dass wir wieder, was du gesagt hast, dass Olympiasieg jetzt in meinem Fall muss ja einfach geil sein. Ja, ist es, aber ich habe auch schon Weltcups gewonnen und habe mich echt nicht gut gefühlt. Mhm. Und das ist, weil ich da noch Dinge auflösen musste bei mir und sagen, hey, wozu will ich Erste werden? Und bei meinem Wozu war für den Olympiasieg, okay, ich habe so viel lernen dürfen über mein System, über wie Systeme funktionieren und wie ich die auflösen kann, das will ich weitertragen. Das war mein Grund, wieso ich Erste sein wollte. Und der Grund war für mich so, in mir so sinnvoll, so erfüllend. Das gab so viel mehr als, ich sage es jetzt plakativ, nur die Olympiamedaille, obwohl das Größte ist, was du erreichen kannst in dieser Welt, also in der Sportwelt, gegen außen. Aber ich musste da einen emotionalen Anker haben. Mhm. Einen energetisch-emotionellen Anker, weil das ganz oft, und ich arbeite auch mit Spitzensportlern, habe jetzt gerade das wieder letzte Woche erleben dürfen, dass ein Ruderpaar sich viermal nicht qualifiziert hat für Olympische Spiele, sind 10 Jahre zusammen und die haben sich diese eine wichtige Frage nicht gestellt. Wozu will ich diese Qualifikation erreichen? Und die sind immer Vierte geworden, Dritte hätte sie sein müssen. Und das ist diese emotional-energetischen Anker, die sind so viel ziehender. Das kreierst du wirklich so, oh, das will ich. Und dann ist das die Schmerzen, das Training, das ist alles okay. Aber dieses Wozu, das ist das Quäntchen an der Waage, dass die letzten 2-10% Leistungssteigerung in sich haben. Aber, und das ist deine Frage, eben auch das Gefühl der Erfüllung. Mm. Und das sind wirklich die ganz kleinen Unterschiede. Und die sind simpel in gewissen Fragen wie, wozu will ich das? Und ich finde das so schön, weil du gerade auch nicht nur das Wozu angesprochen hast, sondern auch einfach ein Beispiel, dass es gar nicht immer ums Außen geht. Ich muss nicht irgendwas erreichen, um anderen etwas, also ne, ich will das jetzt nicht gar nicht werten, einfach nur, dass es nicht immer notwendig ist, dass das Warum eine gute Tat im Außen gibt, ist, sondern dass das Warum auch einfach nur was mit mir zu tun haben kann. Mir ist lieber, wenn du Wozu fragst, weil es Warum, fühl da mal rein, was Warum fühlt dich, ich bin eben so ein Sprachhygiene-Fan. Ja, aber du hast recht, wozu fühlt sich anders an als warum? Warum geht in die Vergangenheit das Grübeln, das ist schon so schuldzuweisend, ja, warum, so habe ich das und du, dann kommen schon die inneren Dialoge. Mm. Das ist so, wenn du das mal so reinfühlst,
Das führt dich in die Zukunft. Das stimmt. Danke. Gerne. Ich bin ja auch so ein Wörter, Heini irgendwie, ne? Also, dass ich da viel, viel Wert drauf lege. Aber da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Okay, werde ich ab sofort austauschen. Auf jeden Fall ist es halt einfach schön, dass das Wozu nicht immer nur was mit im Außen sein muss, sondern es darf auch was im Innen sein. Das ist total okay, dort in Anführungszeichen ein egoistisches Wozu zu haben, das was mit einem selbst zu tun hat. Am Ende hat ja alles einen Effekt nach außen. Ja, also ich sage immer, gerade mit Sportlern, die ich auf höchstem Level oder auch CEO, sage ich, egal oder wer auch immer, wenn du so ein Ego-Ziel hast, ist okay, aber dann benennst du das. Und dann finden wir noch den anderen Anteil und fügen die zusammen und vielleicht passen die nicht ganz. Und dann ist das wieder ein Hinweis auf nicht erfüllt sein. Und diese zwei zusammen, wie Yin-Yang, männlich-weiblich, das ist die Welt ist so, mit diesen zwei Anteilen arbeiten, dürfen wir einfach nicht mal arbeiten, sondern das dürfen wir leben, weil wir sind auf einer, wir leben auf einer Polarität, also und die Erde ist polar, also da sind zwei Magnetfelder und wir sind mit diesen in Resonanz, Punkt. Das ist nicht Friedenswissen, sondern Einstein und deshalb sind wir auch so. Und das, das Und diese die Gesetzmäßigkeiten, die Naturgesetze, die vergessen wir immer wieder. Und da der Link zu den Hunden, die sind ja so in Schwingung mit der Natur. Ja, und deshalb dürfen wir einfach mal schauen, hey, wie macht denn der das? Kann sein, dass es für mich auch eine Relevanz hat. Du, und ich glaube auch, das Wozu ist einfach so ein Schlüssel zum Trainingserfolg und um seine wahren Trainingsziele und Lebensziele mit dem Hund überhaupt zu finden. Weil ich glaube, wenn ich die frage, vielleicht sollte ich die echt mal an den Anfang stellen. Ich werde das mal probieren. Am Anfang frage, weil ich frage immer, was ist dein Ziel? Und definiere das so klar wie möglich, gerade wenn es auch um Trainingsziel geht. Ne? Ein Ziel kann nicht sein, der soll nicht mehr bellen, sondern das Ziel muss sein, ich wünsche mir, dass mein Hund in Begegnungssituationen sich so und so verhält und das halt so präzise wie möglich formuliert, damit wir überhaupt wissen, was wollen wir dem halt überhaupt beibringen. Ja? Und da dann die Frage ranzuhängen, wozu möchtest du dieses Ziel mit deinem Hund erreichen? Das ist, glaube ich, eine echte Schlüsselfrage, um den Trainingserfolg überhaupt zu bewerkstelligen. Weil ich glaube echt, dass bei 80%, vielleicht ist jetzt total die fiktive Zahl, habe ich mir jetzt ausgedacht, aber das könnte ich mir so vorstellen, 70, 80% der Menschen dann in Stocken geraten und sagen, oh ja, weiß ich gar nicht, Ja, weil man das so macht. So, weißt du? genau. Und da sind wir eben in diesen, wie anfangs erwähnt, in diesen Leitplanken von dieser Schnellstraße. Und hey, sei mutig und geh doch deine eigene Straße, schau dir die eigenen Leitplanken, weil man das so macht. Und das allein ist ja Hintergedanken genug, sich dazu zu überlegen. Und wenn du die Menschen vor dir hast, dann bei diesen Fragen gehen die Augen immer nach oben links oder oben rechts. Und je nachdem, wo sie hingehen, weißt du auch, wo der Anker liegt. Das ist cool. Mal, es gibt noch so viel zu lernen, das ist so wahnsinnig, echt. Ja, und trotzdem ist schon alles da, gell, Tina? Ja, es ist so cool. Es ist so cool und es ist so spannend, echt. Dürfen einfach forschen. Ja. Ich sage immer, die einzige Regel, die es gibt also für Menschen mit Hunden, aber ich glaube, sie gilt auch für Menschen im Allgemeinen, ist, dass also wir können halt alles machen und erreichen, was wir wollen, solange wir die Freiheit eines anderen nicht einschränken und die Sicherheit eines anderen nicht gefährden. Und innerhalb dieses Rahmens ist ja eigentlich alles möglich. Wie weißt du, dass du die Freiheit eines anderen einschränkst? Na, gerade in Bezug auf Hunde, ne? Also ich kann meinen Hund, Oh, also ne, okay. wenn es jetzt zum Beispiel ums Jagdverhalten geht, das Jagdverhalten ist ja nicht per se was Gutes oder Schlechtes, das ist einfach da. Ja. Und es ist auch okay, dass es da ist und der Hund darf es auch ausleben, solange er die Freiheit eines anderen nicht einschränkt. Also das Reh nicht hetzt, ja, Ach oder so. sogar die Sicherheit gefährdet oder über eine Straße rennt oder solche Sachen. Aber alles im Rahmen, wo andere nicht eingeschränkt werden, ist es doch alles in Ordnung. Ist alles möglich. Genau. Also es gibt nicht die Regel, der Hund muss sich so und so oder jeder Hund muss sich so und so in einer bestimmten Situation verhalten. Die gibt es einfach nicht. Absolut. Genau. Das ist ja das Schöne. Cool. Oh, vielen Dank. Ich bin mir ganz sicher, dass es jetzt diverse, also mehrere, so meine ich jetzt eigentlich, mehrere Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, die sich jetzt denken, boah, wer ist diese Tanja Frieden? Ich muss unbedingt mehr von ihr lernen. Also mir geht es gerade so auf jeden Fall. Ich denke mir gerade wieder so, oh, so geil, dass wir uns gefunden haben. Ja. Und ich weiß,
Also ich weiß es ja schon, dass es jetzt gleich ganz knackig eigentlich demnächst eine Möglichkeit gibt, mit dir zusammen zu arbeiten. Magst du da vielleicht einfach kurz was zu sagen? Ja, ich gerade aus dieser aktuellen Situation kommend, mit diesen gewissen Pandemien, die wir hatten oder haben, merke ich einfach so viel zusammenziehen, so viel zusammenziehen. Und trotzdem ist bei ganz vielen Menschen ist dieser Seelenanteil wird laut, der wird laut. Man kann sich schon fast nicht mehr wehren. Und das gibt dieses Zerwürfnis von diesen zwei Wahrheiten, ist dann noch größer. Und so habe ich mich entschieden, ziemlich ad hoc so ein Summer-Special zu machen. Das Programm heißt Summerflow, mehr von dir, wo es wirklich darum geht, eben das mehr von dir. Ich habe es mit zwei E geschrieben, ist kein Fehler, weil es ein Sommerprogramm ist. Und wenn ich in ein Meer eintauche, dann ins Meer von dir quasi, weil es mir wirklich darum geht, die Menschen zu sich selber zu finden, diese Anteile von, die da eben warten, um nur gelebt zu werden. Das ist so wichtig. Und so, wir sind hier und lasst uns doch das voll all in gehen, weil ich weiß, Herzensziele, Verrückte oder Verrückte muss nicht immer höher, besser, schneller sein, kann eben auch runter und in sich reingehen. Das ist alles möglich und viel schneller und einfacher, als wir das noch denken, weil das Denken ja limitiert ist. Und somit mache ich eben gerade ein Summer Special jetzt, das in 10 Tagen startet oder in den nächsten Tagen startet, aber so auch so sicher auf meine Webseite tanjafrieden.com findet man da eigentlich alles dazu. Aber Ja. jetzt dieses Summer Special ist wirklich, mache ich auch echt zu Bedingungen, wie ich sonst nie arbeite, weil das ist jetzt wirklich so ein Herzens Wunsch für das möglichst viele Menschen, die sich jetzt noch nie getraut haben, vielleicht einen größeren Schritt zu machen, mal mit einem kleinen starten können. Ja, und das finde ich so super schön. Das, weil es ist gerade echt, ich glaube, die Unterstützung ist gerade ganz, ganz, ganz nötig bei vielen Menschen, weil dieses Zerwürfnis so stark spürbar ist. Und ich verlinke das auf jeden Fall. Also ich weiß, du hast ja, glaube ich, am 10. Juni, glaube ich, startet. Also hast du einen Workshop, der ist, glaube ich, sogar kostenfrei. Ja, genau. 10. Hast Juni ist ein Workshop, der eigentlich, also der Titel ist: Lass deine Angst los, erlaube dir deine innere Freiheit und lebe dein Leben. Also genau die Themen, die wir hatten. Ja. Und dazu ist auch noch jetzt auf der Webseite ist der Link dazu gestartet. Kann man sich einschreiben, ist kostenfrei und es beleuchtet eigentlich genau die Themen, und dass sich jeder noch mehr vorstellen kann, was ist. Also der ist kostenfrei und ja, und dort geht es wirklich darum, eben sich zu getrauen, die Konstrukte anzuschauen. Und ich bin da wirklich mit dem vollen Herz dabei, dass ich möglichst viele Menschen dazu bewegen kann, sie auch begleiten. Ich weiß, das braucht Mut für viele und es ist so viel möglich. Und deshalb, ja, wer auch Lust gehabt, in einen kostenlosen Workshop zu kommen, lass deine Angst los. Super schön, wenn jemand kommt und sich da seinem Herz öffnet. Dann verlinke ich auf jeden Fall deinen Workshop und ich verlinke deinen Summer Flow. Und also ich weiß ja, in welchem Preissegment du normalerweise arbeitest, was total okay ist und total gut. Und du bist ja auch einfach krass, ja, muss man auch sagen. Und auf jeden Fall, der Summer Flow ist das eine mega coole Möglichkeit. Ich glaube, echt eine One-Time-Opportunity, die hast du echt so, glaube So. ich, auch noch nie angeboten, ne? Nein, das ist wirklich dieses, ich mache das Mega. 6 Wochen und normalerweise kostet einen halben Tag so viel wie diese 6 Wochen. Ja, Und krass. das ist mir aber wirklich eben, ich habe gesagt, hey, manchmal mache ich wirklich eben, ich weiß nicht, wie logisch geht im Leben und das ist auch wieder so etwas Unlogisches. Es kam einfach aus mir raus, hey, das mache ich jetzt. Und ja, weil ich wirklich mal da gibt es keine Ausreden mehr. Ja, geil. Ich Ja. lieb's. Ich lieb's total. Ich bin ja auch so, ne? Ich mache ja auch manchmal. Also ziemlich oft eigentlich. Meine Entscheidungen sind immer intuitiv am Ende. Ich bin immer ewig am Grübeln und irgendwann sage ich dann so, Schluss jetzt hier, Schluss mit Genau. Grübeln. So und so fühlt sich's richtig an und so mache ich das, egal was alle anderen sagen. Und die Genau. Entscheidung war nochmal die richtigen. Deshalb Genau. kann es eigentlich nur geil werden bei dir. Ja. Cool. Ich verlinke das auf jeden Fall unten drunter Ja, und möchte herzlichen Dank. mich Freue echt mich. riesig bei dir bedanken, dass du mir jetzt hier deine Zeit geschenkt hast und uns allen hier deine Zeit geschenkt hast und dein Wissen so wertvoll geteilt hast. Es war super schön und ich habe echt fast die ganze Zeit durchgängig Gänsehaut gehabt, weil ich immer so dachte, das ist es, das ist es, das ist es. So, ne? Schön. Ich danke Cool. dir, Tina, vielmals für deine Arbeit und auch für diese Möglichkeit. Und super spannend. Das Einfluss ist einfach alles eins. Und ja, danke für dein Wirken. Danke. Eine Frage habe ich noch an dich, fällt mir gerade ein. Normalerweise, also ich stelle die sonst immer ein bisschen anders in Bezug auf den Hund, aber
Ist egal, wir können sie auch ohne Hund stellen, wenn du nur für eine Sache dankbar sein darfst. Vielleicht deinem Ich. Wenn du dir selbst für eine Sache danken darfst, für welche wäre das? Mir selbst für eine Sache danken, dann wäre es bei mir ganz klar, krass, also das Geschenk, dass ich diesen Zugang zu meiner Seele so klar spüre. Das ist ein Riesengeschenk und ja, das danke ich mir dafür, dass ich die auch immer wieder pflege, diesen Zugang, weil wir alle wissen, jeder Weg im Gras, den wir nur einmal durchgehen, der wächst wieder zu. Und diesen Weg dürfen wir einfach oft gehen, damit er offen und frei bleibt. Ja, ach schön. Ist das schön? Das war so schön mit dir. Ich bin jetzt ganz erfüllt. Sehr schön, sehr Toll. schön. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich finde auch, ich habe mir das gestern so überlegt, dachte, hey, das wäre so cool. Ja, weil Es war auch so diese super Themen. spontan jetzt, ne? Ich habe das gestern Ja, dein Facebook-Workshop gesehen und hab dir irgendwie Sprachen geschrieben. Tanja, hast du Bock? Interview? Ja, klar. Und dann ging es ich los. habe Voll Bock geil. auf das mega. Also, es ist so wie, ja, ich liebe ja, die Brücken zu bauen, weißt du, so Themen. Und ich finde, Ja. eine Arbeit hat so viel mit meiner auch zu tun. Das ist, also Ja. ich fast überall Brücken, weil wir alle eigentlich in einem Feld sind. Deshalb, du und wer weiß, kann gerne mal was, also weil die Zukunft ist immer kooperativ, gell? Also auch wenn du mal was hast, ich finde das auch super. Und eben Podcast ist schon lange auf meinen, ich möchte so viel machen, weil Reden und Videos ist für mich so easy und Ja. das kommt dann immer rein, was reinkommen muss. Ja, so geht es mir auch, ne? Also merkt man vielleicht auch, wer dem Podcast schon länger folgt. Meine Podcast-Folgen sind nie gescriptet. Das fließt einfach. Ja, cool. Ja, Ist es gut. ist so schön. Ja. Ach, wie schön. Ich bin gespannt, was die Zukunft für uns bereithält. Ja, genau. Super. Na dann, wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag. Vielen Dank dir. Danke Bis dir. bald. Ciao, ciao. Was war das für ein wunderschönes Interview? Ich hatte ungelogen fast die ganze Zeit Gänsehaut, immer wieder Freuden und Erfüllungstränen in den Augen, weil ich das so stark spüren konnte und auch mit meiner eigenen Geschichte bestätigen konnte, was Tanja geteilt hat. Und genau das ist es, was mir in meiner Arbeit mit dir und allen anderen so wichtig ist, dass wir es schaffen, aus dem Kopf ins Herz zu kommen, was nicht heißt, den Kopf zu vergessen, sondern beides in Einklang zu bringen. Denn nur dann können wir wirklich erfolgreich im Training mit unseren Hunden sein und verstehen, dass es eigentlich kein Training gibt, sondern Training ist Alltag und Alltag ist Training. Und nur wenn wir es alles miteinander verbinden, dann schaffen wir es, ein wirklich erfülltes und authentisches Leben mit unseren Hunden zu führen. Es war ein so schönes Interview. Ich habe dir auf jeden Fall die Links zu Tanja zum Workshop, den ich dir wirklich sehr ans Herz legen möchte, direkt unter der Podcast-Folge verlinkt. Und in ein paar Tagen ist auch die Seite für ihren Summer Flow online. Sobald die online geht, verlinke ich sie hier und ich teile sie auf jeden Fall nochmal in meiner Story. Genau, und ansonsten einfach auch Tanjas Seite überhaupt. Sie ist ein wahnsinnig grandioser, wundervoller Mensch, der extrem gut und tiefgründig unterstützt. Das ist wirklich Wahnsinn. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Teile deine Erkenntnisse wahnsinnig gern auf Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, wo auch immer, unter dem Post zu der Folge mit mir und mit Tanja. Ich bin mir sicher, sie wird mitlesen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich bin bereit, ich habe dir meine 6 wichtigsten kostenfreien Tipps und Tools ebenfalls unter der Folge verlinkt. Vielleicht ist ja genau das der Anfang, mit dem du jetzt starten kannst, um dir und deinem Hund ein authentisches und erfülltes Leben zu erschaffen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Bis bald, deine Tina.